Willkommen zurück zu Morrowind. In den düsteren Aschewüsten von Molag-Amur suchen wir unser erstes Aschländerlager auf. Denn wir müssen Nereverin werden und Hortator. Vier Stämme müssen euch Nereverin nennen. Drei Häuser müssen euch Hortator nennen. So wie die Prophezeiung es verlangt. Also dann, fangen wir an, labern wir nicht weiter. Irgendwas will uns wieder Ärger machen. Oh, hey. Alles klar. Gucken wir mal, was die Leute hier sozusagen haben. Ein riesiger Mistkäfer will uns Ärger machen. Ich bin Manirai, weise Frau der Ära Benimsun. Ihr seid der Ausländer, der behauptet, er erfüllt die Nerevarin-Prophezeiungen. Ihr wollt also Ära Benimsun Nerevarin werden? Niemals. Nicht solange der Ashkan Ulad-Pal und seine kriegsverliebten Ära Benimsun am Leben sind. Sie hassen alle Ausländer. Und sie werden es niemals akzeptieren, dass ein Ausländer über sie herrscht. Wenn ihr der Nerevarin des Ära Benimsun-Lager werden wollt, dann müsst ihr Ulad-Pal und seine Unterstützer töten. Ahas Ranabi Ashuahe. Dann müsst ihr dem friedliebenden Ära Benimsun Gulakan Han Amu dazu behelfen, dass er unser Ashkan wird. Also gut. Nun, für dieses Problem gibt es eine einfache Lösung. Ihr seid dumm, Ausländer. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich hasse eure Sorte. Verschwindet. So. Komm, wir haben so schöne Zauber. Kriegsaxt von Ayran Amu. Ja, meine Leute getötet. Jetzt werdet ihr sterben. Werde ich das, ja? Wir sind eh so eine Gottheit mehr oder weniger schon. Hey, ich ruh mich mal in deinem Bett aus. Ranabi, den müssen wir auch beseitigen. Die Robe von Erodan, den haben wir sogar in dieser Höhle getroffen letzte Folge, aber ich habe euch die ganzen Dialoge erspart. Spielt das Spiel auch mal selber. Es ist wirklich gut. Es interessiert mich nicht, was Manirai sagt. Ich habe kein Interesse. Ihr werdet nur dafür sorgen, dass sie mich töten wollen. Sie haben mich nur zum Gulakan gemacht, weil mein Vater Gulakan war. Und ich hasse meinen Vater. Er war ein dummer Schlechter, aber Ulad-Pal und die anderen Gulakans würden mich töten, wenn sie wüssten, dass ich Ashkan werden würde. Es interessiert mich nicht, was Manirai sagt. Ich will nicht Ashkan sein. Alle hassen mich. Ich bin ein Schwächling und ein Feigling und ein Narr. Ich hasse es, aber es ist so. Ich will einfach nur meine Ruhe. Hey! Ranabi hat es getragen, die Robe von Erodan, dem Weisen. Aber was hat das mit mir zu tun und meinem Wunsch, Ashkan zu werden? Hier, tragt diese Robe und sie wird euch weiser machen. Ja, die Robe gibt mir Weisheit. Er muss sich Gedanken machen, sagt er. Na gut, hier hast du das Herz des Feuers. Hier ist die Axt von Ayran Amu. Es ist die Axt meines Vaters. Ulad-Pal hat sie von meinem Vater. Die Lektion ist klar. Der Ashkan trägt die Axt. Mit dem Tod Ulad-Pals halte ich das Schicksal des Stammes in meinen Händen. Und ich muss diese Verantwortung akzeptieren. Ich werde Ashkan der Ära Benimsun sein. Ich werde die Axt nicht brauchen. Ihr sollt sie behalten. Als erste Tat meines Amtes werde ich euch nun Nerevarin der Ära Benimsun nennen. Beschützer des Volkes. Ihr sollt nun zu Manirai zurückkehren. Ihr seid nun Nerevarin. Nehmt dieses verzauberte Erbstück der Ära Benimsun. Nun wissen alle, dass ihr Nerevarin und Champion von den Ära Benimsun seid. Aber es gibt noch mehr Stämme da draußen. Wir sind ja noch mal ganz am Anfang. Ist das Lager der Seinab. Hier waren wir schon mal für die Lalo-Questlinie.
Aber diesmal kommen wir, um den Titel des Nerevarin zu fordern. Ihr sucht den Rat der weisen Frau. Ihr seid also der, der behauptet, er erfüllt die Bedingungen der Nerevarin-Prophezeiung. Mein Rat ist einfach und umsonst. Sprecht mit Kaushat. Er hat große Neugierde, was euch angeht. Ihr seid willkommen. Genießt unsere Gastfreundschaft, Ausländer. Aber ihr müsst mir nun erklären, wie kann ein Ausländer Nerevarin sein? Wir haben die Gerüchte gehört. Wie kann es sein, dass ein Ausländer der Nerevarin ist? Erzählt ihm die Geschichte, die beweist, dass ihr der Nerevarin sein möchtet. Hoho, entschuldigt mich. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber im Ernst. Ihr glaubt diese Geschichte über euch selbst. Ich mein's nicht böse, aber ihr müsst schon zugeben, dass ihr ein Ausländer seid und keine Ahnung habt über unsere Kultur. Wie könnt ihr jemals unser Kriegsfürst sein? Welcher vernünftige Ashkan würde euch dazu wählen, die Stämme zu führen? Zum Himmel, wenn Reden Reichtum wäre, dann würdet ihr mich reich machen. Na gut, was wollt ihr? Ich würde euch gerne als Nerevarin der Seinab nennen, aber wer von mir, dem Ashkan, etwas verlangt, der sollte dem Ashkan auch ein großzügiges Geschenk machen als Zeichen des Respekts. Da ihr ein Ausländer seid und unsere Bräuche nicht kennt, werde ich euch den großen Gefallen tun und euch das Geschenk nennen. Eine hochgeborene Telvanni-Braut. Eine hübsche, plump, mit großen Hüften, die mir viele Söhne gebären wird. Gut, kann man nachvollziehen. Wo wollt ihr eine finden? Ganz einfach. Ihr solltet die hochgeborenen Telvanni-Fürsten besuchen und ihnen sagen, dass Kaushat, der fürstliche Seinab, ihnen die Ehre erweisen wird, ihre Tochter als Braut zu nehmen. Sicherlich würden sich viele Telvanni-Fürsten geehrt fühlen, solch ein Angebot zu halten. Kaushat will eine Telvanni-Braut, hä? Keine Hochgeborene würde sich mit einem Arschländer verheiraten. Aber ich habe einen Plan. Geht zu meiner Freundin Savile Imain, Sklavenhalterin des festlichen Sklavenmarkts in Tel Arun. Sagt ihr, ich brauche eine hübsche Dunma-Sklavin, die sich als Telvanni-Dame ausgeben soll. Präsentiert sie Kaushat als hochgeborene Telvanni-Braut. Er wird doch sowieso den Unterschied nicht erkennen. Das ist halt der nervige Part, wenn man sich so viel bewegen muss. Und Tel Arun ist sogar gar nicht so nah dran. Aber wir sind ja Sprungmeister, was? Das war jetzt ein bisschen zu weit. Nein. Dass da dran aber auch kein Weg vorbeiführt. Ich mag die Quest nicht so, weil man immer, wenn man so viel eskortieren muss. Vom Prinzip her ist sie gut, wenn man einfach nur sagen könnte, ja, dort und dort ist das Lager zu finden. Würde ausreichen. Damit wäre ich zufrieden. Willkommen, Naurnife. Braucht ihr etwas Bestimmtes? Ihr braucht eine Sklavin, um sich als hochgeborene Telvanni-Dame auszugeben? Dieses Sonumum Sabamat und ihre listigen Pläne. Ich habe eine Sklavin, die ihr brauchen könnt. Ein hübsches Dunma-Mädchen. Ab erst müsst ihr ihr exquisite Kleidung besorgen und ihr diese geben. Schafft diese Klamotten und dann können wir einen Preis diskutieren. Okay, ich hab die Sachen. Gut, die Sachen sind perfekt. Behaltet sie noch. Ihr werdet sie ihr geben, wenn ihr sie gekauft habt. Ich muss sie noch ein bisschen instruieren, damit sie ihre Rolle gut spielen kann. Wir brauchen noch eine Sache. Bringt mir eine Flasche Telvanni Käfermoschus. Das ist ein Parfüm. Versucht es bei Bildren Arelet, hier in Tel Arun. Ich hoffe. Ja, da ist es. Auffällige Flasche. Und für einen guten Preis. Same low price. Ihr habt den Telvanni Käfermuschus? Großartig. Gebt es nicht mir. Gebt es ihr, wenn ihr sie gekauft habt. Nun, ich nenne euch den Preis. Für dieses großartige Stück mit viel... Ja, oh mein Gott. Manchmal schreiben die schon sehr umständlich. Für diese gut trainierte und schöne Frau werde ich euch den Preis von 1200 Draken abverlangen. Und ich biete euch diesen Preis nur wegen meiner Freundschaft zu Sonumo
Sabbat. Ich gebe dir 600. Ich hoffe, ich werde nicht nochmal einen scharfsinnigen Händler wie euch treffen. Am Ende werdet ihr noch meine Ware an mich verkaufen. Aber ich akzeptiere euer Angebot. Tja, besser als ein Sklave zu sein, was? Aber ich weiß auch nicht, wie die Arschländer so drauf sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Seht, Saville hat mir alles gut beigebracht. Ich soll wohl eine hochgeborene Telvanni-Dame sein. Und niemand wird den Unterschied erkennen. Wie eine Dame. Ich fühle mich ein bisschen unwohl, einen Arschländer zu heiraten. Selbst wenn es ein Arschländer-Fürst ist. Aber alles ist besser, als ein Sklave zu sein. Und ich bin ziemlich hartnäckig und schlau. Und ich will das Beste aus meiner Chance machen. Sie hat mir gesagt, ihr wollt mir ein paar Geschenke geben. Oh, diese Kleidung. Sie sind göttlich. Solch ein Parfüm. Nur wirklich reiche Leute können sich so etwas leisten. Ich werde alles tun, um euch zufriedenzustellen und meinen neuen Herrn, meinen zukünftigen Ehemann, zu treffen. Nun, ich bin aufgeregt. Ich kann nicht warten. Lasst uns zusammenreisen und diesen Seinab-Fürsten treffen. Und das soll mein Ehemann sein? Er sieht sehr anders aus, nicht wahr? Ein bisschen rau vielleicht, aber die Falten in seinem Gesicht zeigen mir, dass er gerne lächelt. Oh, ich denke, ich werde sehr glücklich sein hier. Habt ihr mir eine Telvanni-Braut gebracht? Das ist meine neue Braut. Ich bin sehr zufrieden mit eurem Geschenk, Narrowknife. Sie hat vielleicht nicht die breitesten Hüften, aber ich werde versprechen, sie zu einer glücklichen Frau zu machen. Und sie zu ehren als hochgeborene Telvanni-Frau. Und wie ich versprochen habe, werde ich euch nun Nere Varin der Seinab nennen. Kriegsfürst der Seinab und Beschützer des Volkes. Ich gebe euch die Seinab-Schärpe, ich glaube. Na egal. Ja. So, wir sind nun der Seinab Nere Varin. Sie haben gar keinen Ashkan, die Ayemuse. Die sollen wohl sehr weich sein von ihrer Art her. Ihr wollt also die Prophezeiung des Nere Varins erfüllen und Nere Varin genannt werden, Ausländer? Warum seid ihr hier? Wer ist der Ashkan der Ayemuse? Die Ayemuse haben keinen Ashkan. Ich spreche für den Stamm. Die Ayemuse sollen mich Nere Varin nennen. Ich werde eure Beweise begutachten und ihr werdet mir eure Geschichte erzählen. Ich bin zufrieden. Nach dem Brauch und mit Bezug auf die Prophezeiung werde ich euch Ayemuse Nere Varin nennen. Aber nur zu einem bestimmten Preis. Wir brauchen einen sicheren Ort. Bringt uns diesen sicheren Ort. Okay. Wir sollen Alt-Dedroth zu einem sicheren Ort für die Ayemuse machen. Ein dedrischer Schrein zu Ehren Sheogorath. Dort waren wir doch sogar. Ich werde euch begleiten, wenn ihr ihn zu einem sicheren Ort gemacht habt. Kommt schon mal mit. Ja, kommt mit. Begleitet mich nach Alt-Dedroth. Okay, wir müssen es bis zur Statue schaffen. Dann kommt mal mit. Ach, die sind alle so langsam, oder? Oh, Alt-Dedroth. Da waren wir schon mal. Das ist das Ding da hinten. Dann komm mit und beeil dich. Zeit dringt. Ah, der hat Wasser wandeln. Sehr gut. Das macht schon mal so einen großen Unterschied. Worauf wartest du? Komm mit. Haben wir Alt-Dedroth nicht sogar ziemlich gut aufgeräumt? Na gut. Wir werden sehen. Die kämpfen da draußen immer noch. Komm mit. Du schaffst es doch sicher. Mann, nein! Du dummes Stück. Ich hasse das so sehr. Wo rennt die denn jetzt hin? Oh, scheiße, echt. Ich hasse es so sehr. Kümmere dich doch nicht um diese scheiß Fische, Mann. Wer juckt sich denn um die Dinger?
Katastrophe. Egal. Hab nichts Besseres mit meinem Tag vor. Außer diese dummen Tante dabei zuzusehen, wie sie diesen Fisch anstarrt. Hier ist deine Statue. Ich sehe, dass Aldedroth nun sicher ist für die Almosa. Ihr habt die Bedingungen erfüllt. Die Almosa sind nun gerettet. Und wenn ihr wünscht, dann nenne ich euch jetzt Nerevarin der Almosa. Ihr seid nun der Führer der Almosa und Beschützer des Volkes. Nehmt den verrückten Stein der Almosa. Er soll ein Zeichen an alle Dunmer sein, dass ihr der Nerevarin seid. Und dass die Almosa euch folgen. Bis in den Tod. Bis jeder Feind vernichtet ist. Oder bis ihr tot seid. Nun, ich kann nur kurz bleiben. Ich muss bald zurück zum Almosa-Lager und Vorbereitungen treffen, um hierher zu ziehen. Ja. Bevor ich euch Nerevarin nenne, muss ich wissen, dass ihr eure Pflichten erfüllen könnt. Nur wenn wir darüber gesprochen haben, werde ich euch Nerevarin nennen. Ihr sollt Nerevarin aller Stämme sein und Hortator der großen Häuser. Ihr sollt die Sünde des unbetrauten Hauses essen und die falschen Götter befreien. Ihr müsst das sechste Haus besiegen und Dagoth Ur. Ihr müsst das Tribunal von ihrem Fluch befreien. Das ist die Last der Prophezeiung. Das ist eure Pflicht als Ushilako Nerevarin. Ihr kennt die Worte der Prophezeiung. Der Fluch des Dagoth Ur und des sechsten Hauses bedroht unser Land. Die falschen Götter lügen und bieten falsche Hoffnungen von Schutz vor meinem Herd und meinem Volk. Vor den Völkern des Ödlandes nenne ich euch Ushilako Nerevarin, Kriegsfürst der Ushilako und Beschützer des Volkes. Nehmt dieses Geschenk. Ich gebe euch die Zähne, welche all den Dunmern zeigen sollen, dass ihr der Nerevarin seid. Und dass die Ushilako euch folgen. Bis in den Tod sogar. Bis der Feind besiegt ist oder ihr gestorben seid. Oder bis ihr dies zurück in meine Hände gebt. Nun, jetzt sind wir Nerevarin von allen Stimmen. Ihr seid der Nerevarin. Fragt und ich werde euch Antwort geben. Mit Asuras Segen. Ihr wurdet nun Nerevarin genannt, von allen vier Stämmen Wadenfels. Ihr habt diesen Teil der Prophezeiung erfüllt. Ushilaku, Aemusa, Seinab und Erabenimsun, alle haben sie euch Nerevarin genannt. Ihr habt die fünfte Prüfung der sieben Visionen erfüllt. Gut, als nächstes müssen wir dann Hortator werden, naja? Ich schätze mal, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Welcome, friend. You're nearly a legend around here. Also dann, macht's gut.